Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Anno 2070. Na, ich will gar nicht lange drum rumreden. Es gibt so viel zu tun hier. Ich muss wieder ins Spiel, Leute. Ich muss wieder rein. Ja, also wir haben hier irgendwie einen Auftrag noch angenommen. Der hier wird wahrscheinlich gerade erledigt. Bringen Sie die Lieferung. Kannst du das für die Organisation erledigen? Jede Sekunde zählt. Die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Wofür brauche ich denn die 27.000 Beamer? Ach, das ist die Belohnung. Ey, ich bin aber auch dämlich. Bringen Sie die Lieferung. Minimap markierten Positionen. Ja, und wir haben hier noch so einen dämlichen Auftrag mit Cargoliner. Welches sind Cargoliner? Das ist der? Nee, das ist ein U-Boot. Handelsschiff. Handelsschiff. Was ist denn nochmal der Cargoliner? Kriegsschiff. Nicht sicher, warte mal. Wir haben doch hier unsere Werften. Deep Sea Hunter, U-Boot. Was soll ich tun? Befehligen Sie eine Flotte aus folgenden Schiffen. Cargoliner. Jana überlässt Ihnen die Wahl, irgendeinen Anregungen nachzukommen. Verstehen? Nein. Die hier kann ich nicht... Das sind Cargoliner. Eco-Handelsschiff. U-Boot, 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 alles U-Boote. Wo ist denn die andere Werft? Weiß ich nicht, zwei Werften? Ist sie hier? Da. Cargoliner, okay. Soll ich den einfach bauen? Why not, ne? So, ich hoffe, das geht dann damit. Bilanz ist wieder ein bisschen positiver, aber irgendwie verliere ich hier trotzdem Geld ohne Ende. Kann mir das mal einer erklären? Sieht zumindest so aus. Na, nicht sicher. Wir müssen uns um unser Dorf kümmern. Ey. Wir brauchen eine positivere Bilanz. Wir brauchen mehr Einwohner. Wir brauchen alles. Ach, die hier haben alle keine Mitbestimmung. Ach du Scheiße. Ich habe vergessen, hier einen Dings zu bauen. Kann das sein? Das kann sogar sein. Mitbestimmung. Hier, das muss da irgendwo hin, Freunde der Nacht. Wenn man es nicht selber macht. Was denn? Ein Auftrag von der Organisation. Höchste Prio. Green macht uns die Hölle heiß. Halt doch mal das Maul jetzt. Macht uns die Hölle halt heiß. Maul. Ich zähl auf dich. Also bau keinen Mist. Was labert die denn? Das ist doch auf dem Weg. Mann. Ey, fuck mich nicht ab, du. Echt. Jemand Interesse an einem guten Geschäft? Also, ich muss jetzt hier erstmal das Ding hier hinklatschen. Und zwar so. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Gute Arbeit, ehrlich. Weg noch weg. Ich weiß, das ist jetzt hier nicht gerade hübsch, aber das war nicht geplant. Leider. So, ihr habt jetzt Mitbestimmung, liebe Freunde. Okay, das sieht da immerhin noch einigermaßen aus, würde ich sagen. Jetzt hätten wir das wenigstens geklärt. So, was ist hiermit? Du musst noch an weitere Orte, kann das sein? So. Gut, jetzt kümmern wir uns erstmal um Geld. Wir müssen unbedingt Geld verdienen. Und ich werde jetzt die Baurechte kappen. Denn das mache ich manuell. Das geht, glaube ich, schneller. Ach, die mache ich mal alle weg. So. Keine Aufstiegsrechte mehr für alle. Und dann wollen wir mal sehen. Also, die hier können alle aufsteigen. Die Frage ist aber, warum kann ich in hier die Angestellten... Also wenn du hier weiterhin das Sagen hast, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Naja gut, ich werde jetzt erstmal manuell ein paar aufsteigen lassen. Und zwar in welcher Region denn? Hier. Material habt ihr ja genug. Gibt es dafür eigentlich einen Shortcut?
Sehr gut. Du, ihr steigt hier alle mal auf. Achtung, Produktionsstillstand. Was? Basalt, ja. Nervt mich nicht, Freunde der Nacht. Du kannst echt stolz sein auf deine Leistung. Ja. Ich bin es jedenfalls. So. Dann wollen wir wahrscheinlich hier auch ein paar mehr größere Häuser haben. So. That's it, oder was? Da muss ich jetzt erstmal wieder einpendeln alles. Ich muss den Typen mal... Warte mal, nee, der hier... Hier, komm, du kannst einfach mal wieder anfangen. Baumaterial rüber zu karren. Wo ist denn das? Da, Baumaterial. Du machst mal weiter. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. So. Du musst jetzt wohin? Da. Okay. Wie sieht's aus? Ja, sieht wieder was besser aus. Zumindest mal positiv. Wir müssen echt gucken, dass wir in deutlich positiveren Bereich kommen. So, warte mal. Wie sieht's denn hier aus? Fische haben sich wieder stabilisiert. Das ist gut. Das sieht alles noch in Ordnung aus. Verkaufen wir eigentlich Roboter und Beamer? Denn davon haben wir ja echt massig. Und die geben doch bestimmt gut Geld, oder? Handel. Nee, tun wir nämlich nicht. Und dann will ich nämlich das hier rausnehmen. Und das hier nehmen wir raus. Und Fruchtdrinks nehmen wir auch raus. Und Pasta nehmen wir raus. Und nehmen mal rein. Beamerlein. Und Roboterlein. Ja, ein Puffer muss immer da sein. So, was können wir noch reinnehmen? Was haben wir denn noch hier? En masse. Korallen, Gene, Kerosin. Bringt Kerosin viel Geld? Das weiß ich nicht. So, machen wir mal so. Das weiß ich auch. Das war ja klar. Was für ein Scheitern. Slabati. Wieso ist der Auftrag gescheitert? Versteht das jetzt jemand? War da eine Zeit oder was? Ich habe keine Ahnung. Ey, das muss ich mir nochmal angucken. Naja, Wayne. Haben wir 27 Beamer gespart. Nein, eigentlich nicht. Wir hätten ja welche bekommen. So war das. Alles klar. So, hier müsste jetzt... Warte mal. Ich muss mal gucken. Cookie die Cookie. Ob das jetzt mit dem Tee... Wir müssen wahrscheinlich Tee anbauen. Und wir brauchen auch wahrscheinlich bald Pasta und diesen ganzen Müll. Aber was ich hier sehe, ist, dass wir auf jeden Fall genug Nudeln noch über haben. Und Gemüse ist auch noch da. Das heißt, wir könnten vielleicht einfach mal noch eine Pastafabrik bauen. Wenn ich der richtig sehe. Und zwar hat die Hafenbehörde... Die hat doch... Hat die... Ja, doch, oder? Sonst bauen wir da halt noch ein Ding hin. Ach, ich habe kein Glas mehr. Warum habe ich denn jetzt kein Glas mehr? Weil es rübergekarrt wird, ne? Aber ist doch voll. Fahr mal rüber und lad mal hier das Glas wieder ab. Boah, ernsthaft? So. Dann schnell Pastafabrik bauen. Zack. Reicht eine? Nicht sicher. Wie viel haben wir denn davon? Steht das irgendwo? Kann man irgendwo sehen, wie viel wir von was haben? Nicht sicher. Warum arbeitet... Ah, doch, jetzt arbeitet er. Okay. Pasta, mein Freund. Ja, hier ist so ein bisschen unser Pasta-Eldorado.
Da müssen wir jetzt alles im Auge behalten. Wieso hat der hier keinen Kaffee? Ist die Frage. Was ist nochmal Kaffee? Kaffeeplantage hier. Das heißt, wir haben offenbar keinen Kaffee. Ist das korrekt? Wo ist denn Kaffee? Ist das bei hier? Ja. Kein... Wie heißt das? Kein Koffein. Okay. Ja, es wird alles direkt verbraucht. Das heißt, wir müssten mal weitere Kaffeeplantagen an den Start bringen. Woran scheitert es jetzt wieder? An Carbon. Ah, Gott. So, warum produzieren wir eigentlich kein Carbon mehr? Was ist das denn? Flughafen. Oh wei, oh wei. Nein. Wir können wahrscheinlich auch bald die Energie, wollte ich ja sowieso wahrscheinlich machen, die Energie hier weg, dingsen, damit wir die outsourcen, wie bei der anderen Insel quasi. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Hier ist auch noch Platz. Da müssen wir aber erstmal ein weiteres Labirga hinbauen. So. Text. Kaffee. Machen wir noch eine Kaffeeplantage. Alter, ernsthaft? Was ist denn mit dem Carbon jetzt schon wieder? Holst du auch Carbon? Wahrscheinlich, ne? Hat er wieder rübergebracht, der Blödmann. Inselanteil wechselt Besitzer. Hat eine freie Aktie übernommen. Ja. Nerv. Was ist denn jetzt? Oh nee, ey, jetzt fehlen die Bauzellen oder was? Jetzt müssten sie da sein. Ach, so viel zu tun, das gibt's ja überhaupt nicht. So, Entschuldigung. Way. Guck mal, die hat. Spiel gespeichert. 30.000. Alter, gibt das Kohle. Ich verstehe nur nicht, warum unsere Bilanz jetzt wieder so negativ ist. Ich muss hier mal Leute aufsteigen lassen, habe ich das Gefühl. Shortcut U. So, warte mal. Ja, die haben ja Premium-Plätze hier. Einmal hoch da mit euch. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Nein, das dank war ich. Dir. So. Warnung. Produktion gestoppt. Was ist jetzt? Mikrochip-Hersteller, was? Alle? Kupfer? Ich hab doch fucking Kupfer, Alter. Ich krieg doch Kupfer ohne Ende. Das kann es doch nicht sein. Wieso bringst du kein Kupfer mehr rüber? Weil du voll mit Fisch bist. Okay, das müssen wir wieder wegmachen. Du Kacke, ey. Fisch weg. So, das Fisch macht jetzt jemand anders. Bring mal schnell Kupfer rüber hier. Mach den Fisch weg. So. Hier, guck mal. Du, Kompass, du kannst doch bestimmt mal gerade eine neue Rute machen. Für weiteren Schmodder. Wo ist es? Neue Handelsroute. Machen wir gerade mal. Ich nenne die mal Pluswaren.
Was ist dann? Da kommt der Überschuss der Omer. Schon wieder der Zeit ab. Der Zeit. Schon wieder die Zeit abgelaufen. Plus Waren. Und du machst. Zack. Zack. Lädst ein. Fisch. Lädst aus. Fisch. Und das macht der gute Kompass. Wenn ich sie denn finde. Scheiße. Kompass, Kompass, Kompass. Wo ist er? Kriegsschiff. Kriegsschiff. Alter, wo ist die denn? Da. Handelsroute ineffizient. Du hast doch noch gar nichts gemacht. So. Ich wollte ja noch ein Abfertigungsterminal machen eigentlich. Frachtlager. Muss man Hafenbereich? Nein. Reparaturdock? Nein. Da Abfertigungsterminal. Ich weiß, das sieht jetzt erstmal blöd aus, das einfach hier hinzustellen. Aber der Hafen wird noch irgendwann gebaut. So, dann geht das nämlich hier auch mal was schneller. Vonstatten. So, du hast Fisch? Du hast Fisch, sehr gut. Wie sieht's aus hier mit den Waren? Das sieht gut aus. Das auch, das auch, das auch. Und hier soweit auch. So, ihr müsstet jetzt eigentlich langsam wieder Mikrochips bekommen. Wenn Monsieur Schiff... Welches ist es? Ist doch du, oder? Du müsstest eigentlich... Lakupfer rüber... Lakuka ratscharieren. So. Alles klar, das sieht gut aus. Alter. Jetzt habe ich die irgendwo hingeklickt. Du sollst mit deiner Linie jetzt weitermachen. So, warte mal. Ja, wir müssen jetzt Tee anbauen, ey, da hilft ja nichts. Ich glaube, du musst nochmal aufhören mit deinem ganzen Baumaterial-Scheiß. Denn das brauchen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auf dieser Insel. Denn hier muss einiges getan werden. Was hast du jetzt? Du hast wieder keine Mikrochips. Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Kupfer? Ihr verbraucht es gut, ne? Und die Mikrochip-Hersteller sind ordentlich am Rödeln. Ja. Und hier, du hast auch wieder mehr Kaffee, das ist gut. Alter, was geht? Die haben fucking Flieger, ey. Ich werde so verlieren, wenn es zum Krieg kommt. Nee. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da gibt es wahrscheinlich weiterhin viel zu tun hier. Bilanz ist momentan positiv. Geld haben wir da 140.000, das ist immerhin etwas. Ah, und wir können wieder Sachen aufsteigen lassen. Aber gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Macht's gut, euer Bredi.